Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Hier ist Land und Leute mit tollen Themen rund um die Landwirtschaft. Auf dem Hof der Familie Echelmeier war in der vergangenen Woche einiges los. Unter anderem hat Benedikt neue Ferkel bekommen und die mussten erst einmal eingestallt werden. Was es bei der Aktion alles zu beachten galt, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Benedikt und ich haben uns hier auf der Bank gemütlich gemacht. Wir sind frisch geduscht. Gestern sah es noch ganz anders aus. Da haben wir Ferkel eingestallt. Richtig. Gestern war ja ein bisschen stressiger Tag oder stressiger Tag. Wir beiden haben Ferkel aufgestallt mit der Hilfe unserer Kinder. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden, wie wir das gemacht haben und warum wir das so gemacht haben. Und wenn wir anfangen, haben wir erst ein paar Vorbereitungen gemacht. Das hast du ja gesehen. Wir haben, unsere Kinder haben Stroh eingestreut auf den Gang. Das machen wir extra, damit die Ferkel, wenn die vom LKW runterkommen, ein bisschen ruhiger laufen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, sie laufen ruhiger und auch besser. Man braucht nicht so viel treiben. Sie sind neugierig, Ferkel sind immer neugierig, die schnüffeln im Stroh rum und das kann man ja sehen und laufen dann direkt in den Stall rein. Mhm. Wo kommen die Ferkel her? Kommen die hier aus der Nähe, aus dem Emsland? Oder? Ja, das sind emsländische Ferkel. Wir legen eigentlich großen Wert darauf, dass wir Ferkel, dass sie nicht so weit wegkommen. Das geben wir den Händler immer mit auf den Weg. Damit die Transportwege nicht so lang sind und die Ferkel sind dann eigentlich auch vitaler, als wenn die erst einen halben Tag auf dem LKW gewesen sind. Mhm. Und zu den Vorbereitungen zählte auch noch, dass deine Töchter schon ein bisschen Futter reingeschmissen haben, ja? Richtig. Wichtig ist uns auch, weil die Ferkel kommen ja aus dem Flatteck bei den Sauenbetrieben und sie müssen sich erst an den Stall gewöhnen und auch an den Trog. Und darum werfen wir, bevor die Ferkel in den Stall kommen, in den Trögen so zwei, drei Hände Futter. Damit die Ferkel in den Stall kommen und die fangen dann an zu spielen. Die suchen das Futter, schleckern das dann auf von den Spalten so ein bisschen und dann finden die den Troch und wissen, dass da auch Futter ist. Und abends, wenn wir dann füttern, gehen sie viel besser an den Troch heran. Mhm. Und fühlen sich schon mal gleich zu Hause so ein bisschen. Ja. Genau. Und dann kommen ja die Transporter an. So, wie viele Ferkel habt ihr denn bekommen? 500 Ferkel. 500 Ferkel, wie passen die da rein? Die sind übereinander geschichtet, so mit Böden? Ja, das sind dreistöckige LKWs. Das sieht erst ziemlich klein aus, aber wenn man auf den LKW guckt, also die haben Platz genug. Also die haben so viel Platz, dass sie sich auch hinlegen können und dass sie sich auch ausruhen können während der Fahrt. Es ist nicht so, dass alle Ferkel da, Gott weiß, wie eng draufstehen. Das ist auch wichtig, auch für mich als Mester. Ich habe einen großen Anspruch darauf, dass die Ferkel vernünftig hier ankommen. Wenn man die zu eng lädt und zu viel Stress auf der Fahrt ist, sieht man das den Ferkel an. Entweder humpeln die sofort oder sind nicht so gut drauf. Mhm. Von daher ist mir wichtig, dass hier mindestens zwei LKWs, wenn nicht sogar drei LKWs kommen. Die brauchen ja nicht von verschiedenen Betrieben kommen, aber die sollen nicht, Gott weiß, wie die Ferkel zusammengetrieben haben. Okay. Und warum lässt du dir die Ferkel überhaupt bringen? Ich meine, du könntest sie auch selber hier züchten, mästen. Ja gut, das ist eigentlich länger zurück. 1989 haben wir den Mastbereich ausgebaut, weil da hatten wir weniger Kühe. Und da haben wir als zusätzliches Standbein diesen Mastbereich aufgebaut. Zeitlich sitzt es aber gar nicht drin, dass wir auch neben der Milchviehhaltung, was der Schwerpunkt des Betriebes ist, auch noch Sauenhaltung machen. Von daher können wir nur diese Mast machen, weil die nicht, lange nicht so arbeitsintensiv ist. Mhm. Nun müssen die Ferkel aus dem Transporter raus in den Stall. Da habt ihr so Paddel mitgehabt. Klingt erstmal aufregend, ja, aber das ist doch nur die Lautstärke, ne? Ja, das ist reine Lautstärke. Das Paddel ist nicht dafür da, um auf den Ferkel rumzukloppen. Das macht keiner. Man raschelt damit und die Ferkel durch diese Lautstärke laufen die nach vorne.
Also nur eine reine akustische Sache für die Ferkel. Und wie werden die dann eingestallt? Also gibt es da irgendwie ein System? Wie viele kommen zusammen? Wie viele stehen dann beieinander im Stall? Ja, wir haben also Buchten. Das ist, man muss auch immer aufpassen, dass man die Ferkel nicht so eng legt. Dafür gibt es gesetzliche Vorschriften, wie viele Ferkel man in einer Bucht einstallen darf, nach Platz. Wir haben das bei uns. Der alte Stall werden 9 Ferkel pro Bucht aufgestallt und im neuen 14. Die Buchten sind größer. Mhm. Das ist auch wichtig und das machen auch alle Landwirte, weil im Grunde genommen bestraft man sich da selber mit, wenn man meint, man könnte da jetzt 2, 3 Ferkel mehr aufstallen. Nachher in der Endmast haben die zu wenig Platz und dann gibt es größere Verluste. Von daher ist der Anspruch gar nicht da, mehr Ferkel aufzustallen. Okay, so Fazit vom gestrigen Tag, hat alles wunderbar funktioniert, ja? Ja, eigentlich ja. Ich war sehr begeistert. Ich stand auch nicht doof im Weg rum. Nein. Alles gut. Ja, dann war es das eigentlich und wir können wieder duschen gehen, ja. Vom hitzigen Gespräch. Ja, das war's. Transparenz in der Agrarwirtschaft wird ja immer mehr gefordert und auf dem einen oder anderen Hof auch wunderbar umgesetzt. In sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram geben Landwirte Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Thomas Fabri aus Osnabrück ist auch jemand, der Landwirtschaft lebt und liebt. Beispielsweise nutzt der 23-Jährige Snapchat, um sich den Fragen Interessierter zu stellen. Ich bin Thomas Fabri, 23 Jahre jung, ich bin für Bund, ich liebe Landwirtschaft, auf Snapchat unterwegs und nehme die Leute mit durch meinen Alltag als Landwirt und Student. Also Snapchat ist für mich einfach ein Netzwerk, wo ich ganz spontan und ganz frei raus die Leute mit in meinen Alltag nehmen kann, ohne große Vorbereitung zu treffen. Ich mache ein Foto von meinen Tieren, von dem, was ich gerade mache, stelle es sofort online und die Leute können direkt sehen, was ich so mache. Das Ziel ist es, den Leuten Einblicke in den landwirtschaftlichen Alltag zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch Rücksprache zu halten, ihnen Fragen zu stellen, mit uns zu interagieren. Und so wächst da letztendlich auch langfristig eine Community zusammen, wo man auch speziell Themen auch nochmal gezielt aufgreifen kann. Die Besonderheit bei Snapchat ist, dass alles, was in der Geschichte ist, nach 24 Stunden automatisch wieder verfällt. Das heißt, so wie ist es halt die Sache lebendig. Es kommt immer wieder neue Sachen dabei und es ist quasi wie eine Live-Übertragung vom Alltag. Ja, großartige Aktion des jungen Landwirts. Bis gleich. Unsere Heimat von ihrer schönsten Seite. Grafschafter Landpartie. Über 100 liebevoll gestaltete Seiten. Grafschafter Landpartie. Jetzt die neue Ausgabe des exklusiven Landmagazins mit 100% Grafschaftgarantie sichern. Grafschafter Landpartie. Die neue Ausgabe Herbst-Winter jetzt für 3,90 Euro im Zeitschriftenhandel oder unter grafschafterlandpartie.de. Grafschafter Landpartie. Das Grafschafter Landmagazin für alle, die ihre Heimat neu entdecken wollen. Partner von Land und Leute ist die Vereinigung des Emsländischen Landvolks. Im folgenden Film wollen wir Ihnen die VEL einmal genauer vorstellen. Die Vereinigung des Emsländischen Landvolkes mit Hauptsitz in Meppen setzt sich für die Landwirtinnen und Landwirte aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim ein. Dabei geht es um vielfältige Bereiche, die das Leben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit sich bringt. Dazu zählen politische Themen und Gesetze, aber auch die soziale Absicherung der Landwirtsfamilie. Da ein Landwirt kein Angestellter ist, sondern selbstständig, ist er für seinen Hof, seine Tiere und seine Felder selbst verantwortlich. Seine Waren, dazu zählen Getreide und Tiere, verkauft er am freien Markt. Das macht ihn zum Unternehmer. Mit den Erlösen, die er durch den Verkauf seiner Produkte erzielt, muss er in erster Linie seine Familie ernähren. Des Weiteren müssen Landwirte ihre Betriebe stets auf dem aktuellsten Stand halten. Gebäude, Ställe, Maschinen und Äcker müssen renoviert, gewartet, neu angeschafft und gepflegt werden. Stillstand kann sich ein Landwirt nicht erlauben. Langfristiges Denken ist erforderlich, um den Hof zukunftsfähig zu machen.
Für Junglandwirte bedeutet der Einstieg in die Landwirtschaft einen spannenden Beruf mit viel Freiheit. Als eigener Herr kann man sich selbst verwirklichen. Aber der Umgang mit Pflanzen und Tieren bringt auch viel Arbeit und Verantwortung mit sich, da Tiere jeden Tag versorgt werden müssen. Gesunde Tiere sind das A und O für den Landwirt und den späteren Verbraucher. Deshalb sind die Ställe heutzutage mit modernster Technik ausgestattet. Hell, luftig und sauber. Das Tierwohl hat einen großen Stellenwert. Kühe, Schweine, Hühner, Hähnchen und Puten. Das Emsland und die Grafschaft Bentheim sind gut vertreten in der Tierhaltung. In diesem Bereich wird viel investiert und ständig modernisiert. Neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung werden direkt in die Ställe übertragen, zum Beispiel im Kuhstall. Hier drehen sich Kuhkratzbürsten zur Massage automatisch. Zudem liegen die Tiere auf weichen Liegematratzen. Angebundene Kühe gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Bei der Schweinehaltung werden immer gleichaltrige Tiere in Gruppen zusammengehalten. Der Ferkelstall wird häufig als Kindergarten bezeichnet. Die jungen Tiere sind besonders neugierig und werden durch Spielzeug beschäftigt. Dabei haben sie stets Zugang zu Futter und Wasser. Auch Hühner genießen einen Platz an der Sonne. Zum Glück wird kein Tier in Deutschland mehr in einem Käfig gehalten. Viele Betriebe in unserer Region bieten ihren Tieren sogar einen großen Auslauf an. Das ist die sogenannte Freilandhaltung. Die Hühner können selber entscheiden, ob sie lieber im Stall oder draußen sind. Das Landvolk ist das Sprachrohr der Landwirte. Ziel ist es, die politischen Bedingungen so mitzugestalten, dass Landwirte ihre Betriebe zukunftsfähig entwickeln können. Immer auf dem neuesten Stand und in allen Dingen gut informiert zu sein, ist die Voraussetzung dafür. Die Vereinigung des emsländischen Landvolkes vertritt 3.500 Haupterwerbsbetriebe und hat insgesamt 8.500 Mitglieder. Das macht sie zur Interessenvertretung Nummer 1 der Landwirte im Emsland und in der Grafschaft Bentheim. Die Landwirtschaft ist eine starke Wirtschaftsgröße in der Region. Zahlreiche Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt daran. Alle gemeinsam produzieren für die Menschen Lebensmittel. Das sind Mittel zum Leben. Die landwirtschaftlichen Höfe zu erhalten und zu schützen, das ist das Anliegen der Vereinigung des emsländischen Landvolkes. Im nächsten Beitrag sehen wir das Lohnunternehmen Karz bei der Grünfutterernte. Die Pantener nutzen keine Feldhäcksler für den Einsatz. Volker Karz setzt 3 Ladewagen ein. Und wer sagt, dass die ausschließlich hintereinander fahren müssen? Seit Jahrzehnten tobt im Grünland der Wettstreit zwischen Häcksler und Ladewagen. Der Häcksler bietet grundsätzlich die höhere Schlagkraft. Dafür ist der Ladewagen günstiger in der Anschaffung und bietet vor allem auf kleineren Schlägen Vorteile, weil das Überladen entfällt und nicht nebeneinander gefahren werden muss. Es kann aber durchaus nebeneinander gefahren werden, wie das Lohnunternehmen Volker Karz hier mit 3 leistungsfähigen Gespannen unter Beweis stellt. Ein lupenreines Krone-Gespann? Zum Leidwesen aller Markenfans trügt der Schein. Hier wurde lediglich ein Massey Ferguson 8670 mit viel Liebe zum Krone Big umgestaltet. Vor dem tatsächlich von Krone gebauten Doppelzweckladewagen ZX450GD macht der Schlepper nicht nur optisch eine gute Figur. Mit 290 PS NEN, respektive 320 PS Maximalleistung, bietet er hinreichende Kraftreserven, die sich mit dem stufenlosen Getriebe, einem Erzeugnis des Fendt-Werkes in Marktoberdorf, zudem mühelos verwalten lassen. Die Doppelzweckladewagen lassen sich als reine Transportfahrzeuge oder, wie hier, mit dem Ladeaggregat einsetzen. Die Kapazität des Krone ZX450GD beträgt 43 Kubikmeter, das zulässige Gesamtgewicht 23 Tonnen. Zugfahrzeug ist in diesem Fall ein Fendt 924 Vario, der in dieser Form von 2006 bis 2013 angeboten wurde. Kleinster Schlepper des hier arbeitenden Dreigestirns ist der Massey Ferguson 7624. Mit einem Eigengewicht von 8,5 Tonnen ist er gut 2 Tonnen leichter als seine beiden Kollegen, aber keineswegs untermotorisiert.
Sein 7,4 Liter großer Akku-Power-6-Zylinder gibt bei 2100 Umdrehungen pro Minute eine Nennleistung von 220 PS ab. Als Maximum werden 235 PS bei 1900 Umdrehungen genannt. Das war ein Beitrag von Landtechnik Media aus Nordhorn. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.